Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir sind mal wieder am Geoden knacken und wir sind fertig. Wir haben komplett zwei im Inventar. Es ist natürlich nichts Neues dabei. Wir müssen mal wirklich unser Inventar ausleeren, wenn wir das machen. Können wir viel mehr knacken. Beziehungsweise es gibt auch eine Maschine, die das kann. Die kann man sich dann am Hof aufstellen. So. Das kennen wir, das kennen wir, das kennen wir, das auch, das auch. Nur weg damit. So, gucken wir mal daran. Schauen wir mal, ob da wieder was geht. Jawohl. Verschafft uns auch wieder zwei Plätze im Inventar. So. Die Milch legen wir erstmal ab. Die Knochen auch. So, dann gehen wir wieder knacken. Haben wir schließlich noch Zeit. Jetzt haben wir auch viel mehr Platz im Inventar. Hi Clint. Here we are again. Oh, das könnte neu sein. Oder auch nicht. Jaspis. Kennen wir schon. Gefrorene Träne. Hohes Volumen. Aha. Ja gut, können wir auch schon. Das können wir glaube ich auch. Ja. Neptunit. Das können wir auch schon. Lunarit. Was bist du? Bixit. Das ist neu. Hey, wir haben was Neues. Eisen. Das können wir auch schon. Das haben wir jetzt schon einige Male bekommen. Esperit. Lehm. Das können wir glaube ich auch schon. Dolomit. Ja, können wir schon. Wieder Lehm. Wieder Lehm. Alter, komm, jetzt wird's aber fad. Ah, Feueropal, oder? Auri. Auri-Pigment kennen wir schon. Stana. Kemmerage. Obsidian. Zwergengerät. Basalt, Kemmerage. Und wir haben kaum noch Platz. Kohle. Ja, Kohle können wir wenigstens brauchen. Und damit sind wir wieder durch. Ja. Zumindest ein neues haben wir. Immerhin etwas. So langsam wären wir ja dann fertig. Ne? Volles Inventar. Hoppla, da müssen wir her. Achso, ich dachte, du gehst auch Gewerbesteuer eintreiben. Oh. Keine neue Belohnung dafür. Schon kennen. Machalita kennen wir natürlich schon. Jo, das war's wieder. Wieder das Inventar angefüllt mit Mineralien. Na komm. Wie viele von denen haben wir jetzt eigentlich schon? 15. 5 fehlen noch. Noch 5 goldene Walnüsse, dann können wir hoffentlich wieder irgendwas machen. Das kann weg, weg, weg. Weg, weg. Weg, 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 weg. Hm. Machen wir noch weiter. Wir haben ja noch genug.
Wir haben genug Geld, wir haben genug Zeit. Und vielleicht kriegen wir, vielleicht haben wir Glück und wir kriegen nochmal was Neues. Und dadurch dann vielleicht auch wieder eine Belohnung. Wobei die Belohnungen natürlich jetzt nicht immer besonders gut sind. Kennen wir schon. Dolomit. Stein. Erdkristall. Das haben wir auch schon gehabt. Neptunit. Aber das könnte einiges wert sein. Hoffentlich. Ist auch so lila da gewesen. Kohle, Kupfer. Nochmal Kohle. Das ist immer gut. Kohle kann man eh gebrauchen. Vor allem wegen dieser Reifefässer und so. Da gibt es auch irgendwo, wo wir einiges an Kohle brauchen. Der Zwergenhelm. Den haben wir natürlich schon, ne? Ja. Iridium. Also wir da schon Iridium auch rausbekommen haben. Wieder ein Erdkristall. Aha, kennen wir das schon? Yay, wieder was Neues. Nekuit. Und wieder ein Zwergengerät. Die sind, glaube ich, auch gar nicht mehr so wenig wert, ne? Kalzit. Kennen wir schon. Aber wieder ein neues zumindest, ne? Das kennen wir auch schon. Jamborit. Machalit. Ne, das ist der Schleim, der Versteinerte. Oh, Feuerquarz. Den nehmen wir sicher auf. Auch wenn ich nicht weiß wofür, aber für irgendwas braucht man das Ding. Wieder der Schleim und wieder ein Star. Wer bist du? Okay, dann haben wir auch, den haben wir vorher schon mal gehabt. Und dann müssen wir wieder durch. Kalkstein. Aber zumindest wieder ein neues. Dafür, dass wir uns fast das ca. 2/3 vom Inventar anfüllen, ist ja gar nicht so schlecht. Und wieder keine Belohnung. Aber viel fehlt uns dann mittlerweile nicht mehr. Gut, lass uns mal gut sein, würde ich sagen. Zwergengeräte verkaufen wir jetzt auch. Helm, da. Das geht weg, 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 weg. Passt. Aber wofür braucht man die? Da ist auch nichts. Ah, hier braucht man 8 Kohle für so ein Einmachgefäß. Und viel Holz und Stein. Aber wofür braucht man den Feuerquarz? Wird für irgendwas benötigt. Leuchte zieht Gegenstände an und erhöht den Angriffsschaden um 10%. Hey, Iridiumband. Hey, das kann man sicher sogar machen, oder? Nein, da fehlt uns Solar Essence. Verdammt. Halt, wir haben noch Sachen zu tun. Noch können wir nicht schlafen gehen. Okay. Ich würde mal sagen, jetzt können wir schlafen gehen. Nichts mehr zum Verkaufen. 2 Maschinen einsatzbereit. Ja, das kann aber wieder nicht stimmen. Wenn 2 Maschinen einsatzbereit sind, dann können die... Ich meine, da stehen 4 Ölpressen, die nichts machen. Welche 2 fucking Maschinen sind dann einsatzbereit, verdammt. Waren wir hier eigentlich drinnen heute? Vermutlich. Ah, ich glaube, ich weiß schon. Die beiden hier wahrscheinlich, oder? Na, nimm halt, mein Gott. Whoop.
sind es wieder 4, die einsatzbereit sind. Schätze mal, das ist die Mayonnaise. Mhm, genau. Gut, einsatzbereit heißt fertig produziert. Nicht leer. Sollte also nicht einsatzbereit heißen, sondern ja, fertig. Oder irgend sowas. Gut. Wow. 7000 mit dem ganzen Zeug, ne? Man, da sind aber Sachen dabei. 7000 dafür mal so viele Geoden aufbrechen, also. Ah, das ist nicht wirklich wert. Aber gut. Besser als nichts, ne? Machst du morgen beim Eisfischen mit? Oh, das Eisfischen ist morgen. Natürlich. Da ist nichts fertig. Wir müssen den Käse abgeben. Hallo Patrick, hier. Morgen versammeln wir uns alle vor Manis aus für das Fest des Eises. Wir möchten so den Winter genießen. Es wird Schneemänner, Eiskulturen und einen Wettbewerb in eines Fischen geben. Kommt zwischen 9 und 14 Uhr vorbei. Wenn du mitmachen willst, Bürgermeister Louis. Louis. Okay. Und wieder brauchen wir 13 Früchte. Machen wir mal Äpfel. Uralte Frucht. Ui, das wird wieder Geld geben. Sieben Monate ist er alt. Interessant. 9 Monate. Gut. Ich schätze mal, ein Monat heißt ja. Also 4 Monate sind ja hier vermutlich ein Jahr. Das heißt, 9 Monate sind ja schon über 2 Jahre. Man könnte sie aber auch gleich Jahre hinschreiben. Ganz ehrlich. Oh, verschwinde. Lass mich an das Ei ran. Danke. Keine Hasenpfote, das heißt 4-mal Wolle, das vermutlich 6-mal Stoff geben könnte. Gar kein Herz gewesen, sowas. Ja, das passt schon so. Mist, die hätten wir. Ich glaube, die hätten so. Ja, keine Ahnung. Ist ja wurscht. Notfalls pflanzen wir neue. Wir nehmen nicht das Totem in die Hand. Da ist eh nix. Mal.
So, dann geht's wieder auf die Insel. Puh, dann gibt's auch schon wieder einiges. Nautilus Fossil. Aha. Aber auch ein Artefakt, das wir wohl schon kennen. Hi Willy. Bye Willy. Hi Willy. Bye Willy. 20 und wir haben 15. Ah, die Bäume wachsen. Ausgezeichnet. Wir sollten hier auch einmal Truhen herbringen. Damit wir eben Samen und so hier lagern können. Gerade für Ananas und so ist das ganz gut. Zum Schauen. Mhm. Eine Perle. Okay. Was kann man die hier öfter am Strand ausgraben? Yes. 17. Nur noch 3. Frage mich, ob es auf der Insel da unten irgendwas gibt. Ah, nur noch 2 fehlen. Irgendwas Interessantes fangen. Oder auch nicht, ne? Das hat ja gedauert. Wieder schnell dran. Thunfisch. Jawoll! Nur noch eine. Das kann wieder ein Thunfisch sein. Und das ist ein Thunfisch. Again. Schon. Na los. Und da haben wir es. 20 Stück. Perfekt. Na dann. Oh, da hängen wir wieder fest. Dann bauen wir das dort mal. Ich frage mich, wie viel man da rausfischen kann eigentlich. Das muss irgendwie begrenzt sein, oder? Da
Badeort. Wow. Okay. Strandbad ist geöffnet. Morgen vorübergehend schließen. Warum sollte man das machen? Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt sind wir wieder bei Null. Dann gehen wir mal wieder beim Professor vorbeischauen. Hab ich mir gedacht. Was will der da? 10 Stück. Handelshütte. Ah. Das brauchen wir unbedingt. Aber die Frage ist, ob wir was kaufen können. Das ist vermutlich nicht ganz so einfach. ...22 sind's, alles klar. Eine haben wir bekommen. Seesterne. Wir fangen an bei 11. Machen wir das einfach so Stück für Stück durch. Ich habe echt keine Lust, irgendwie das zu suchen. Zeit haben wir einfach nicht. Der Part ist dann auch zu Ende. Also wenn wir jetzt noch ein bisschen extenden. Tagebuchfetzen. Schmiedetabelle. Topas Verteidigung. Smaragd Geschwindigkeit. Jade, kritischer Trefferschaden, kritischer Trefferchance, Rückschlag, Schaden, prismatische Scherbe, Verzauberung. Hinweis. Waffen können bis zu 3-mal mit Edelsteinen geschmieden werden. Und können auch einmal mit einem prismatischen Splitter verzaubert werden. Werkzeuge können nur verzaubert werden. Ah, ja, okay. Das ist natürlich sehr interessant. Können wir unsere Waffen noch ein bisschen mehr verbessern? Ach, wieder ein Bein. Zum Hafen. Nee, der Hafen war falsch. Oder? Naja, ist eigentlich wurscht. Abbrechen. Diesen Speed. Muss mal schauen, dass wir morgen nicht zu spät zum Fest kommen. Aber vielleicht kriegen wir wieder die eine oder andere Walnuss noch. Vor allem vom Professor. Vielleicht erraten wir es ja schneller richtig, wie viele Seesterne rumliegen. Aber Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.